Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wir waren fertig angezogen, um feiern zu gehen. Nachtlicht angemacht, Anrufbeantworter angemacht, Wellensittiche zugedeckt und die Katze raus auf den Hof gejagt. Dann haben wir das Taxi angerufen, das war auch schnell da. Als wir aus dem Haus gingen, ist die Katze durch die Beine wieder ins Haus geschlüpft. Das wollten wir nicht, denn allein im Haus versucht sie, die Wellensittiche zu fressen. Meine Frau ist schon mal zurück ins Taxi und ich bin wieder zurück ins Haus, um die Katze erneut rauszujagen. Das gestaltete sich doch eher schwierig. Währenddessen hat meine Frau, die nicht wollte, dass der Taxifahrer weiß, dass das Haus leer sein wird, ihm erzählt, dass ich gleich wiederkomme. Sie erzählte, ich wäre nochmal rein, um der Schwiegermutter gute Nacht zu sagen. Nach ein paar Minuten war ich auch wieder da und entschuldigte mich beim Taxifahrer, dass es so lange gedauert hat. Dann sagte ich zu meiner Frau, die blöde Kuh hat sich einfach unter dem Bett verkrochen, also musste ich mit dem Besen ran, um sie an den Arsch zu schubsen, damit sie rauskriecht. Sie hat dann versucht abzuhauen, aber ich habe sie am Hals erwischt. Damit sie nicht kratzt, habe ich sie in eine Decke gewickelt. Dann habe ich sie die Treppe heruntergetragen und auf den Hof geschmissen. Ich hoffe, sie scheißt nicht schon wieder ins Gemüsebeet rein, wie letztes Mal. Im Taxi herrschte Totenstille. Und Gott sagte am siebten Tag, ach scheiß drauf, morgen ist Abgabe, ich lasse das jetzt so. Ich habe jetzt mal alle Socken gesammelt und sortiert. Wenn ich das richtig sehe, habe ich nur ein Bein. Andere schreiben eine Doktorarbeit und ich stecke mit der Hand in der Prinzenrollendose fest und bekomme meine Hand nicht raus. Dieser Moment, wenn der Lehrer mit der Klasse einen Film schaut und alle 30 Sekunden pausiert, um seinen eigenen scheiß Kommentar dahin zu klatschen. Dieser Moment, wenn man in der Schlange steht, um etwas zu bestellen und die Bestellung schon mal übt. Wie oft darf man bei Notwehr eigentlich nachladen? Wie sich Anwälte streiten. Anwalt 1. Paragraph 13 Absatz 2. Anwalt 2. Paragraph 19 Absatz 18. Anwalt 1. Paragraph 2 Absatz 6. Richter, boah, der hat gesessen, Bro. Meine Lieblingsstelle in der Bibel ist, wenn Gott den Menschen einen freien Willen gibt und sie dann alle mit der Flut ertränken, weil sie nicht machen, was er will. Und immer diese Schrecksekunden, wenn man sich denkt, oh Gott, ich habe den Herd angelassen, ist die Tür versperrt. Dann das Aufatmen, ach ja, stimmt ja, ich bin ja obdachlos. Wie erklärt man am besten den Unterschied zwischen Hauptschule, Gymnasium und Waldorfschule? Wenn du einem Hauptschüler 1 Euro gibst, kauft er sich ein Eis. Wenn du einem Gymnasiasten 1 Euro gibst, spart er es. Wenn du einem Waldorfschüler 1 Euro gibst, geht er zum Lidl und schiebt den ganzen Tag Einkaufswagen hin und her. In der Bahn urplötzlich aufgesprungen. Seid ihr alle gut drauf? Gebrüllt, alte High Five gegeben und souverän zum WC geschritten. Feile jetzt an meinem Comeback. Manchmal frage ich mich, was der bedrohte Tiger mit den 5 Euro macht, die ich ihm spende. Ich hoffe, er gibt sie nicht für Zigaretten aus. Warum ist jeder Magnet männlich? Weil ein Weiblicher nicht weiß, was er anziehen soll. Welches Wort fängt mit T an und hört mit Itten auf? Titten. Ihr Schlingel hat bestimmt an Tiefkühlfritten gedacht. Habe gerade 3 cm bewölkt von meinem Auto gekratzt. Yeah! Bei Gefallen Daumen hoch und Video teilen. Sollten euch einzelne Witze davon ganz gut gefallen haben, macht doch einen Screenshot und teilt sie auf Instagram oder Twitter. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Bis nächste Woche.